Herzlich willkommen zu unserer ersten Passionsandacht. Es ist gute Tradition in unserer Gemeinde, dass wir diese Karwoche anders angehen als die anderen Wochen. Das heißt auch für unseren YouTube-Kanal, dass wir die Worte für jeden Tag nicht haben werden, sondern die Passionsandachten. Am Karfreitag werden wir nochmal Jesu Sterben in besonderer Art und Weise bedenken. Ja, in dieser Woche wollen wir den Blick weiten. Wir wollen das Leiden Jesu in den Blick nehmen. Wie ist er hineingegangen in diesen Karfreitag? Wie ist er gegangen, diesen Weg ans Kreuz? Wir werden in diesen Passionsandachten jeweils Bilder von Sieger Köder anschauen. Sie zeigen uns einzelne Begegnungen, die Jesus auf diesem Weg durch seinen Leid hindurch hatte. Wir wollen dabei auch immer fragen, was hat dieser Weg mit uns zu tun? Jesu geht diesen Kreuzweg, diesen Passionsweg, und er zeigt uns Jesu große Leidenschaft für das Leben, für unser Leben. Wir wollen diesen Weg gehen im Namen Gottes, des Vaters. Wir gehen ihn im Namen von Jesus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir können unsere Gedanken, all das, was in uns ist, nun in die Worte von Psalm 22 hineinlegen. Es ist der Psalm, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Ganz und gar Mensch. Du bist nicht als Halbgott über dieser Erde stolziert und bist nie über uns hinweggegangen. Du hast dich tief hineingegraben in unser Leben. Du hast dem Tod erlaubt, dich in das tiefste Tief zu ziehen. Und gleichzeitig hast du uns durch deine Liebe mit Gott verbunden. Dass du deswegen bis ans Äußerste gegangen bist, dass du derart gelitten hast, das kann ich kaum begreifen. Es bringt mein Denken und meinen Glauben an die Grenzen. Aber das habe ich begriffen. In Freude und in Leid, im Leben und im Sterben
bleibst du mit uns verbunden. Und als Gott selbst offenbarst du mir die Liebe, die mich, meine Angst und meine Zweifel verwandelt, immer wieder aufs Neue. Amen. Und sie führten Jesus aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen. Da kam ein Mann vorbei. Es war Simon von Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Er kam gerade vom Feld zurück. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Jesus ist mitten auf seinem Weg zum Kreuz. Und das, was er schon bis jetzt erlebt hat, ist der blanke Horror. Er wurde verraten, sein bester Freund Petrus hat ihn verleugnet. Die Leute, die vor kurzem noch Hosianna zu ihm gerufen haben, haben seinen Tod gefordert. Er wurde schuldlos verurteilt und nun schleppt er dieses schwere Kreuz, dieses Folterinstrument, das seinen Tod bedeuten wird. Auf diesem letzten Weg begegnet er diesem Simon, Simon von Cyrene. Auf unserem Bild kann man ihn ganz gut erkennen. Er begegnet Jesus. Wobei man auch fragen muss, ist das eine echte Begegnung gewesen? Denn Simon wird gezwungen, das Kreuz von Jesus zu tragen. Er macht es nicht aus Nächstenliebe, er macht es nicht aus Mitleid oder vielleicht, weil er gegen all das protestieren will. Vielleicht war es einfach nur Zufall, dass die Soldaten ausgerechnet ihn aus der Menge herausgepickt haben und ihn genötigt haben, dieses Kreuz von Jesus zu tragen. Ganz plötzlich bilden Simon und Jesus eine Leidensgemeinschaft. Auf unserem Bild gehen die beiden Männer eng unter der Last des Balkens diesen Weg. Sie ähneln aneinander und wenn man genau hinschaut, fragt man sich, wer ist eigentlich wer? Man kann bei der einen Person diese Blutstropfen an der Stirn erkennen. Das sind die Merkmale der Dornenkrone, die die Soldaten Jesus aufgesetzt haben, um ihn zu verspotten. Beide sind todesbleich. Sie schauen nach vorne voller Entsetzen und wir können nur erahnen, was sie da Schreckliches gesehen haben. Was bei dem Bild auffällt, sind die vier großen Hände, jeweils in den vier Ecken des Bildes. Und auch da kann man gar nicht genau erkennen, wem jetzt welche Hand gehört. Deutlich ist, die beiden stützen sich gegenseitig. Eine Hand an dem Balken und eine Hand um den anderen herumgeschlungen. Ja, so gehen sie zusammen, Schritt für Schritt. Durch diese schwere Last, die auf ihnen liegt, rücken sie noch enger aneinander. Ja, manchmal ist das so. Da steckt man auf einmal ganz plötzlich in der tiefsten Krise seines ganzen Lebens. Und du bist froh, wenn du das nicht alleine durchstehen musst. Wenn da jemand ist, der dir hilft, auch deine Lasten zu bewältigen. Manchmal erzählen Menschen davon, dass sie durch das Leiden, das gemeinsame Bewältigen schwerer Zeiten enger aneinander gerückt sind. Eheleute oder Kinder mit ihren Eltern. Manchmal erzählen sie auch davon, dass sie nicht gedacht hätten, dass sie das jemals schaffen würden. Aber dann haben sie doch gespürt, von irgendwoher haben wir eine Kraft bekommen, all das zu durchstehen. Simon und Jesus, sie bilden für einen kurzen Moment diese Leidensgemeinschaft. Und sie stützen sich gegenseitig. Simon, indem er hilft, Jesu Kreuz zu tragen. Und Jesus, indem er Simon Anteil an seinem Weg gibt. In diesem Moment denken die beiden nicht daran, was einmal kommen wird. Erst im Nachhinein wird zu erkennen sein, dass dieser Todesweg zum Heilsweg werden wird. Für Simon, für die Jünger Jesu, auch für uns.
Simon von Cyrene, dieser Mann ergibt mir zu denken. Jesus ist auf seine Hilfe angewiesen. Der Sohn Gottes bekommt Hilfe von einem Dahergelaufenen. Mir fällt dieser Gedanke schwer. Braucht Jesus meine Hilfe? Wie könnte meine Hilfe heute aussehen? Indem ich Lasten trage, die Lasten anderer? Gleichzeitig sehe ich auch auf diesen Simon von Cyrene von Ostern her. Ja, Jesus wird auch meine Lasten tragen, an diesem Kreuz. Und an Jesus sehe ich, wie sehr sich Gott für uns Menschen hingibt, wie groß seine Liebe ist. Welche Last wird dadurch eigentlich für mich leichter? Was wird für mich tragbar durch meine Glaubenskraft, durch diese Auferstehungskraft, die ich immer wieder neu brauche? Jesus ergeht seinen Weg weiter. Doch wir gehen unseren Weg in dieser Karwoche mit ihm weiter. Heute nehme ich diesen Gedanken mit, diese Hilfe, sein Kreuz zu tragen. Thank you.
So geht hin mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Aus des Vaters Gefahr.